Also unsere Segeltouren starten wir in Tromsø. Tromsø ist gut zu erreichen, eine gute Flugverbindung. Und von da starten wir die Reise Richtung Norden. Ein, zwei Tage in die Fjorde, wo die Heringe sich sammeln in dieser Jahreszeit. Und mit den Heringen kommen auch die Wale. Ah, schau mal da hinten. Wenn man unterwegs ist dort und die Heringe sich in den Fjorden sammeln, dann folgen denen die Orcas und vor allem auch die Buckelwale und Zwergwale. Und das sind regelrechte Gelage dort, wo die einen Schmaus haben. Das sind 6 Millionen Tonnen Hering, der in die Fjorde dort kommt. Und, dann kann man selbstverständlich auch andere Tiere sehen, wie Adler, die auch sich ihren Teil von den Heringen holen wollen. In der Jahreszeit, in der wir unterwegs sind, ist von November bis Januar ist der frühe Winter. Es wird hier dunkel und wir haben Helligkeit ist zwischen 7 und 3 Uhr. In der Zeit wollen wir draußen sein. Es kann unter anderem auch stark winden, also das Wetter kann auch tough sein. Und, wenn die Wetterverhältnisse zu wild sind, fahren wir Häfen an oder finden schöne, ruhige Ankerplätze. Und da können wir andere Unternehmungen machen. Wir können wandern gehen. Wir können in den Städten die Städte erkunden. Temperaturen im November hier bei uns oben sind ein bisschen schwierig, weil die Jahre sehr unterschiedlich sind. Aber es ist der frühe Winter und man braucht gute Kleider, schöne, warme Wollunterwäsche. Wir stellen warme Overalls, die wasserfest sind, aber unsere Gäste brauchen ein gutes Schuhwerk und so regenfeste Kleidung, wenn man jetzt wandern geht. Bei unseren Touren möchten wir gern, dass alle Teilnehmer sich in alle Aufgaben einbringen. Das ist von Essen machen bis zum Segeln, zum Anlegen. Unterwegs kann auch jeder steuern. Das Segeln geht selbstverständlich unter Anleitung. Man braucht kein segelerfahrener Segelexperte zu sein, um bei unseren Touren mitzumachen.